Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei The Secret World. Wir sind hier immer noch vor der Klinik, wo wir ein merkwürdiges, schwieriges Rätsel gelöst haben beim letzten Mal. Und wir müssen jetzt Derek Creed und Lawrence Creed finden. Creed! Ja. Creed. Und sprinten wir angesagt. Oh, das ist so langsam. Ich muss echt... Ich glaube, wenn wir in New York waren, dann müssen wir eh durch Agatha durch. Dann mache ich einen Abstecher mal nach Hause und versuche mal, das schnellere Sprinten zu erwerben. Oh, sag mir nicht, dass ich daneben... Oh, nee. Meh. So. Auf der Seite sind sie. Ja, da kommt man dann nur ganz außen drum lang, ne? Der Weg ist weit und steinig und mit Zombies gepflastert. So, hier. Fipp. Der Eingang wird auch von Zombies bewacht. Aber das sind diese Popel-Zombies. Die sind auch zu dritt, zu viert noch nicht so schlimm. So, Creed. Creed. Wenn ihr mal 40k spielt, dann wisst ihr den richtigen coolen Creed zu schätzen. So. Derek. Den hat's wohl erwischt, den Derek. War das Derek? Das war Derek. Wer ist das? Halbgefressene, mutierte Leiche? Das ist Lawrence. Okay. Lawrence, Derek hat Lawrence gefressen. Oh mein. Ja. Man kann mal solche Sätze auch schon mal sagen, ne? Derek hat Lawrence gefressen. Gefressen. So. Suchen wir Joe. Na, Irse? So. Mal quer über den Sandkasten. Und du bist doch bestimmt... Nein, du bist Francis. Wo ist denn Joe? Ist das Joe? Nein. Hier vorne. Hier wohnt Joe bestimmt, ne? Jo. Ein ekliger grüner Schleim, der in die Illuminaten-Kanalisation führt. Oh. Eingang zur Kanalisation benutzen. Mal runter da mit uns. Eine Solo-Instanz. Ich bin ja eh Solo, von daher. Falls ihr übrigens mal mitspielen wollt und ungefähr einen Charakter habt, der ungefähr die gleichen Erfahrungspunkte und so hat, kann ja gerade mal gucken, wie viele das sind. Moment, wo kommt man das nochmal gucken? Welches Kürzel? Hier nicht. Map nicht. Mal hier auf über Menü mal gehen. Kann man das nicht im Kräfterad gucken? Hier, wenn ihr ungefähr 33 Kräfte und 11 Kraftpunkte habt, dann meldet euch mal. Ein bisschen mehr vielleicht, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier ausstrahle, vielleicht schon ein, zwei Folgen mehr gemacht habe. Spiele ich mal gern mit euch eine Folge mal zusammen. Oder mehrere im Spamkasten. So.
Joe Slater finden. Und hier haben wir diese elenden Feiger, die mir gerne echt auf den Zeiger gehen. Das ist ekelig aus. Was ist denn das hier? Wenn die Leute da oben wüssten, was hier unten passiert. Ich frage mich ja auch, wer stellt Europaletten in die Kanalisation und legt die da so an die Wand? Macht das Sinn? Nein, macht das nicht. Na, komm her. No chance for you, Mr. Feiger. Ich hoffe, es ist nicht Mrs. Feiger, aber es sah nicht so aus wie Mrs. Feiger. Irgendwie ist hier ein Lastwagen durch die Kanalisation gefahren, der hier Europaletten abgeladen hat. Und natürlich hier, wer wollte nicht schon immer mal als Frau im Bikini in der Kanalisation baden? Der Traum einer jeden Frau. Oh, da. Blutquelle. So, jetzt kommt die dicke Mama oder was? Komm her. Du hässlich. Bist du hässlich? Ich will so eine Option, dass man die nochmal treten kann. Ey. Egal. So, nächste Zombie oder was? Kann ich nicht anklicken? Ne? Ihr Gesicht verrät mir, dass sogar meine gute Seite übel aussieht. Ich habe versucht, sie zu vergessen. Die Veränderung. Als wäre sie ein böser Traum, aus dem ich noch nicht aufgewacht bin. Albträume. Alles Albträume. Seit der Sturm uns weggetrieben hat. Kein Kompass. Keine Karte. Wir haben keinem erzählt, was wir gesehen haben. Über tote Schiffe voller rotem Seetang. Soweit man sah. Über die Dinge, die im Nebel waren. Im Wasser. Was wir jenseits davon sahen. Tief im Abgrund. Oder was ich dort fand. In dieser Dunkelheit war sie wie eine Signalfackel. Als wäre sie geradewegs vom Himmel gefallen. Verstehen Sie? Eine Klinge aus purem Licht. Einfach schrecklich schön. Ich hörte ihren Sirenengesang und er rief mich. Ich erinnere mich nur noch an das Gebrüll der Creed-Jungs, als ich sie ergriff. Oder als sie mich ergriff. Ich war nicht stark genug, das weiß ich jetzt. Sie sagten, als ich bewusstlos war, hätte sie den Nebel und die Wellen zurückgedrängt. Sie hätte uns gerettet. Das hat sie aber nicht. Das Ding hat den Nebel nach Kingsmouth gebracht. Ich habe den Nebel nach Kingsmouth gebracht. Und ich höre noch immer die Sirenen. Und sie hören sie auch. Sie könnten sie finden. Sie könnten ihn stoppen. Den schrecklichen Lärm. Und diese brennende Helligkeit zurückbringen, wo sie hingehört. In die Tiefe, in die Dunkelheit. Was wäre wohl passiert, wenn ich das Rote Meer nie verlassen hätte? Oh, vielleicht hat Joe Slater das gar nicht. Und das ist alles nur ein pechschwarzer
Albtraum. Hm. Das Lied der Sirenen benutzen und ihm folgen. Hm? Muss hinterherlaufen. Ah. Tja. Ich singe mal nicht dazu mit. Das wollt ihr nicht hören. Los, Eukalypter, lauf schneller. Wer so singen kann, der muss auch gut aussehen. Obwohl, eigentlich für Eukalypter müsste das eine männliche, röhrende Stimme sein, die da singt. Ja, ganz schön querfeldein, wo uns die Stimme hier durchlangt. Ja, schön den Zombies vorbei. Ja, bleibt mal da, wo ihr seid. Ich folge hier nur komischen Stimmen. Pass mal auf. Klopft mal mit mir mit zum Morning Light Lager hier, oder? Ach, die kommen gar nicht. Oh, dann habe ich die Stimme aufgehört wegen den doofen Zombies. Hier geht's durch die außen rum. Vielleicht. Muss ich das schon wieder anmachen hier? Vorsicht, Falle. Ja. Wusstet ihr, dass Noten um die Ecke... Oh, Falle. Autsch. War ich so begeistert von den Noten, die um die Ecke laufen? Dann direkt in die Falle rein. Hier ist auch wieder eine Falle. Ganz schön dreist. Endlich den ständigen Lärm beendet und es verlegt, wo es sicherer ist. Und wo ist das? Weg von hier. Ich will gerade nicht reden, Cassandra. Und rumstöhnen hilft da auch nichts. Letzte Nacht klang das noch anders. Oh, Baby, ich dachte, zwischen uns wäre was. Etwas Magisches. Schwarz wie das All und rot wie Blut. Das hier ist viel zu hoch für dich, kleines Mädchen. Ach, leck mich. Ich habe schon viel gesehen. Und ich lerne wirklich schnell. Und bin bereit für mehr als das. Na komm schon. Lass mich dabei sein. Lass mich tun, was ich gut kann. Was? Lass mir die Jungs für eine Nacht mit dir ihr Leben opfern? Ich sag dir, was du tust.
Wir verbreiten eine Idee, aber die hat nur Bestand, wenn sie jemand weiterträgt. Du spreizst einfach weiter deine Beine, um Fußsoldaten zu rekrutieren. Immer schön ruhig bleiben. Eins kapiere ich nicht, Beaumont. Du hast, wonach du gesucht hast, dein tolles magisches Schwert. Befehligst die Armeen der lebenden Toten. Dir gehört praktisch diese Insel. Also stellt sich die Frage, warum die miese Laune? Ich meine, wonach bist du? Dir fehlt noch etwas. Stimmt's? Das ist interessant. Dein Schatz, dein kostbarer. Du kannst ihn nicht benutzen. Richtig? Ich meine, der Geist wäre ja willig, aber das Fleisch... Oh je, das Fleisch ist... Schlaf. Vorsicht, kleines Mädchen. Du hast ja keine Ahnung, was... Was? Was? Willst du wissen, worum es geht, Cassie-Schätzchen, wenn man es genau betrachtet? Hm? Wandel, Evolution, Neubeginn. Der Weltenbaum wird wanken, die Sonne wird schwarz werden und die Götter selbst stürzen. Wir machen einen Reboot der Welt. Das ist es also, nicht wahr? Wovon alle immer reden. Die große Schlagzeile. Der Anbruch einer neuen Zeit, stimmt's? Tokio, die Nacht ohne Ende. Gefällt mir. Irgendwie poetisch. Und die Rolle steht dir richtig gut. Dieser böse Zauberer. Das ist sexy. Die Antwort liegt irgendwo in den Archiven. Es muss so sein. Sie wussten vom Zugang zum schwarzen Herzen der Insel. Ich hab den Schlüssel, aber... Das Schloss. Das Schloss ist das Scheißproblem. Halt. Hast du nicht gesagt, dass das Schloss... Ich bin lange genug dabei, um eine vergängliche Ablenkung zu erkennen, Cassie. Wie dich. Okay. Wirklich. Das ist alles? So willst du mich belohnen? Du mieses Stück Scheiße. Vergiss es. Werf noch einen Blick auf das, was du verpasst. Schätzchen. Nutzlose Schlampe. Die Illuminaten und ihre verdammten Labyrinthe. Okay. Interessante und aufschlussreiche Konversation von den beiden. Dass sie dann Drecken am Stecken hat, das wussten wir ja schon länger, aber dass sie mit ihm zusammenarbeitet. Schwarzes Herz, Archiv, verdammte Tunnel, muss Eingang irgendwo geben, mehrere Eingänge führen zu den Archiven, im Keller geheim, vergessen, Blick von oben, Rundflug. Ah, müssen wir wohl zum Flughafen, wie? Ist ja sonst noch irgendwo was? Wahrscheinlich nicht. So. Wie gut, dass es hier auch einen Flughafen gibt. Aber da waren wir wohl, glaube ich, noch nicht, ne? Doch, klar waren wir da schon. Wir waren schon am Flughafen. Was erzähle ich denn da? Das ist doch der Schwatte da, der irgendwo auch Dreck am Stecken hat. So, wir laufen jetzt erstmal hier raus. Und dann lassen wir erstmal die Spur Spur sein. Und benutzen mal Agatha. Und werden mal unseren Auftrag erfüllen, den wir per Telefon gekriegt haben. So, das ist nämlich hier in die Dunkelheit. Zum Park in Brooklyn gehen. Wie ging das nochmal? Hier drüber, ne? Ging das nicht? Doch.
Oh, früher kam da immer eine schöne Animation. Schade. Die Teile sehen ja auch ziemlich cool aus. Ja. Genau. Ich gehe jetzt auch gar nicht langsam von dir weg. Yay, Dancing. Ja, sehr schön. Hier ist immer was los, wenn ihr mal hier spielt. Dancing und so. Wollen Sie nach New York? Natürlich will ich nach New York. Na. Bees. So. So sieht das also in New York aus. Okay. Hier sind die Illuminaten, ja. Das Lagerhaus entdeckt. Okay. Ich finde, da haben wir es in Seoul ja ein bisschen schöner. Ja. Naja, Illuminaten halt, ne? Alle ein bisschen komisch. So. Müssen jetzt in den Park. Und hier ist der Eingang. So. Wir senden Ihnen ein Bild. Moment. Das ist Ihr Ziel. Finden, markieren, dann melden Sie sich wieder. Okay. Vermutlich Illuminatenagent. Da drüben das Hauptquartier von den Illuminaten ist, dann denke ich mal, wenn ihr ohne Ende Illuminaten rumhängen, war. Aber hier ist Wissen. Ich will nur das Wissen holen. Okay. Illuminatenagent. Bist du sowas? Kannst du schlecht sehen? Wir haben eine visuelle Bestätigung. Das Ziel trifft eine Verbindung von Straßenschamanen, die den okkulten Schwarzmarkt beliefert. Die Illuminaten kaufen etwas und Hinweisen zufolge handelt es sich dabei um einen größeren Katalysator. Nehmen Sie das Ziel aus der Gleichung und beschaffen Sie den Aktenkoffer. Wie ist unwichtig, aber es muss klappen, sonst weicht das Ergebnis von unseren Modellen ab. Okay, ich soll dem folgen, aber eigentlich laufe ich hier gerade... Ist auch überhaupt nicht auffällig, weißt du, vor dir im Park läuft die ganze Zeit so eine komische, schwarz gekleidete Frau. Dreht sich die ganze Zeit nach dir um, läuft dir voraus. Ich muss mal hier, muss mich mal hier irgendwo in Deckung geben hier. Lalala. Ja, da läuft sie. Ich stehe hier mitten auf der Straße. Gott sei Dank kommen keine Autos. Na, wo läufst du denn lang? Läuft da hinten lang. So, so. Du gehörst zur Band? Das ist ja auch mal cool. Also ich wollte hier nur so ein... Boah, sind wir, Observationsspezialisten oder nicht? So gut. Okay. Solo-Instanz.
dem Agenten folgen. Die Uhr tickt. Wir müssen die Lage unter Kontrolle behalten. Anpassungen sind nötig, um erforderliche Ereignisse auszulösen. Sie treten als Agent der Illuminaten auf. Mhm. Keine Sorge. Ihre Kontakte wissen nicht, wen sie treffen. Das dürfte also kein Problem sein. Den Agenten neutralisieren. Okay. Oh ja, ganz schön viel Leben. Ich blute. Was habe ich denn da gerade gekriegt? Verzaubertes Blut. Verteidigungswert, Heilwert. Ach, ja. Why not, ne? Heilwert ist immer gut für uns, weil wir wollen ja eigentlich Heiler spielen. Talisman, Werkzeug. So, haben wir denn jetzt auch irgendwie Illuminatenkleidung oder so? Natürlich haben wir das nicht. Ist ja überhaupt nicht auffällig, dass wir hier in so einer Drachen... so einem Drachen-Outfit durch die Gegend laufen. Was haben wir hier gekriegt? Ein Helm. Okay. Wisst ihr was? Das ist schon ganz lange nicht mehr hier, hier haben wir schon wieder vergessen, unsere Katze auszupacken. Hier, Begleiter herbeirufen. Hm, funktioniert doch da, Kitty Cat. So, in die unteren Ebenen hinunterschleichen. Hinunterschleichen? Das heißt, ich darf den da... Ist nicht, der darf mich nicht sehen, oder was? Stealth! Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Okay, hier mal außen rum. Oh, ist das dunkel. Meine Fresse. Wie lange sind wir überhaupt hier stationiert? Oh, Englisch. Schön hier im Dunkeln bleiben. Aber hilft uns unsere schwarze Klamotte natürlich auch total. So, der sieht uns auch nicht. Lalala. So, jetzt müssen wir hier irgendwie durch das Licht durch. Oder kann man hier außen rum? Kann man hier außen rum? Hier oben drauf. Es gab bei Vampire the Masquerade, bei Bloodlines gab es so eine Parkhaus-Quest, wo man auch irgendwie so schleichen musste. Das war auch ziemlich geil. Ich hoffe mal, dass der mich jetzt nicht sieht, wenn ich hier durchrushe. Hat er nicht? Sehr schön. Die sind schon so ein bisschen dämlich hier. Also waren die Vampire Masquerade Bloodlines Typen waren ein bisschen intelligenter, was das angeht. Das war richtig kniffelig damals. Da erinnere ich mich noch dran. So. Immer auf dieselbe Art. Schön im Dunkeln bleiben. Lalala. Schön außen rum. Da sieht mich auch keiner. Interessant. Ein neues Zufallselement. Das muss sofort geklärt werden. Ja. Unkenntnis schadet nur. Unsere Modelle sagen voraus, dass die Kultisten, auf die wir treffen werden, beschützt werden. Halten Sie die Augen offen. Aha. Kultisten, aha, aha, aha. Verdächtiger Gangster. Okay, Lichtquelle finden. Ich habe eine Lichtquelle hier. Ich glaube, das hier ist gemeint.
Inventar voll. Ja, das ist aber super geil. Treffpunkt finden. Okay. Aber ich brauche hier eigentlich gar keine Lichtquelle. Ich bin hier eigentlich ganz froh, dass ich hier ohne Licht durch die Gegend laufe. Und die Leute mich nicht sehen, die hier so rumlaufen. Zum Beispiel der da. Ah ja, genau. Okay, das wird komplizierter jetzt. Hier außenrum. Oh, sind die dämlich. Okay, das ist ja eigentlich easy. Ethay! Hier geht's nicht weiter. Schade, was ist das? Huch! Da fuck! Okay. Okay, das hat keiner von euch da oben gehört. Dass hier Granaten und Gewehrfeuer war. Aus. Fuck. Treffpunkt finden. Ja, ich muss weiter, weiter, weiter und noch weiter runter. Blinkendes Auto. Ich glaube, wir wissen, warum dieses spezielle System sich so seltsam verhält. Wir haben einen neuen Schmetterling. Witzig. Wer immer die Ware genommen hat, muss in der Nähe sein. Das System darf nicht zu weit von unseren Modellen abweichen. The, was steht da? The morning light burns. Okay. Den Mörder der Schamanen suchen. Okay. Huch, was ist denn jetzt hier auf einmal los? Sind jetzt. Oh, schmutziger Gangster. Den Schmutz müssen wir. Aua, ja, ich wollte gerade sagen, den Schmutz ist immer kacke. Vielleicht machen wir einfach das Licht wieder aus und schleichen uns auch an denen vorbei. Das hat ja auf dem Hinweg schon gut geklappt. Ah, Mist, okay, hier klappt's nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Schnell weg. So, was hat er hier fallen lassen? Runen. Okay. Schön in der Dunkelheit. Niemand sieht uns. Wir sind die Nacht. Das ist einfach eine komische. Oh, hallo? Oh, fuck, ey. Scheiße. Das hat uns ein bisschen kaputt geheult, kaputt
gemacht. Oh, jetzt müssen wir mal ganz unten starten. Oh, wie fuck ist das denn? Dies ist ja scheiße. Nochmal an diesen ganzen Äumeln hier vorbei. Ihr seht mich nicht. Seht mich nicht. Seht mich einfach nicht. So, jetzt kam der hier, ne? Okay. Vorsichtig sein. Da ist er. Ja, wirf du deine Granate. So, diesmal kriege ich dich aber, du Sack. Jawoll. So, Licht an. Oder besser doch nicht. Da hinten sehe ich nämlich schon wieder ein Gegner. Ich will gar nicht wissen, was hier alles in der Dunkelheit lauert. Licht aus. So. Die Ware liefern. I'll try. Nee. Ich bin gar nicht hier. Ein bisschen Feuer machen. Weia. So, sprinten. Schnell die Ware liefern. Bisschen auf Autos rumhopsen. Hallo. Abfalleimer. Ja, schön irgendwas in Abfalleimer. Wir sind wieder im Spiel. Ihr Umfang an Interaktion erhält ein Upgrade und sie werden in komplexere Systeme eingeführt. Gute Arbeit. Was stand da? Muss ich jetzt nicht verstehen, was da gesagt wurde, ne? So, wenn hier Anima-Trefferwert. Achso, okay, das habe ich schon mal geguckt, ne? Nee, Bericht senden. Ihr Einsatzbericht ist eingetroffen, wird analysiert und ausgewertet. Ja, schön. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Zu Agatha. Und wenn wir schon mal hier sind, werden wir danach noch nach Seoul reisen. Und mal schauen, ob wir da ein paar Upgrades kaufen können. Nice. Was coole Drohne hat der Kerl. Da wird getanzt. Und mit diesem schönen Blick der tanzenden Leute in Agatha entlasse ich euch für heute. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Have fun, euer Quali. Tschüss.